dem Rücken und kommt nicht raus. Und jetzt gibt's Jean Fischer. Ein Faustkampf da unten auf dem Eis. Jawohl, und Fischer gewinnt. Und haut dort den Mann mit der 58. Stanislav Fatika 2 auf die Nüsse. Der steht inzwischen wieder auf den Beinen. Und jetzt geht's weiter. Jetzt wird Fischer runtergedrückt. Die dürfen sich beide auskämpfen. Beide werden anschließend mindestens mit 10 Minuten vom Acker gehen. Fischer kämpft hier, hat eine blutige Nase, hat er einen drauf bekommen. Jetzt gehen die Assistenten dazwischen. Und ja, würde ich mal sagen, einmal war Fatika unten, dann kam er wieder hoch. Ging unentschieden aus, das Duell. Jean Fischer mit blutiger Nase geht runter, hat die Handschuhe aus auf die Strafbank. Und Sportsfreund Fatika kann sich gleich anschließend auf die andere Seite setzen. Und im Kampfgericht notiert man sich jetzt die Strafen, die es jetzt gibt. Der Captain Herr Deda fährt auch nochmal zum Schiri hin und fragt da jetzt genau, was abgeht. Oh, der ist aber auch böse. Guckt sehr energisch. Der Schiedsrichter ermahnt ihn kurz. Dann ist Herr Deda auch wieder leise. Und Thomas Götz als Assistenzkapitän ebenfalls dabei, lauschend, was der Hauptschiri jetzt hier dem Kampfrichter erzählt. Und er zeigt an, links gibt so viel, rechts gibt so viel, aber ich kann nur die Finger sehen, die Hände, was es jetzt genau gibt, wenn wir gleich hören. Es gibt es oben nochmal auf der Uhr, die Zeitlupe vom Faustkampf von Fischer. Oh, der holt hier aber schön sauber zum Schwinger aus und von unten auf Fatika, der ihn anschließend dann runterdrückt. Jeweils 2 plus 2 plus 10, die Strafen eben.